Liebe Mitschülerinnen, liebe Mitschüler, liebe Frau Lehrerin, erstmal danke, dass ich hier einen Vortrag halten darf. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und ich bitte euch jetzt einfach, das durchzugeben. In jeder Bank erstmal nur eine Kopie, dann müsste es reichen. Das habe ich schon mal kopiert und das könnt ihr euch auch behalten. Da steht alles Wichtige über Karl den Großen, kurz zusammengefasst, schon mal drin. Damit ja jeder weiß, um wen es geht. So, wenn irgendwo noch was fehlt, eine Kopie habe ich. Und dann schlagt alle mal die letzte Seite auf und legt die so vor euch auf den Tisch, damit ihr auch wisst, über wen ich jetzt referiere. Hat jeder? Ja. Gut. Es ist immer sehr schwierig, über Leute zu reden, die schon lange, lange tot sind. In dem Fall über 1250 Jahre, eine lange, lange Zeit. Könige gab es viele, Kaiser auch. Und ich weiß, sobald das Wort König aus längst vergangenen Zeiten fällt, geht die Legion nach unten, sprich, oh, wie langweilig. Nur bei Karl dem Großen ist das etwas anders. Der war nämlich ein ganz, ganz besonderer und vor allem besonders wichtig für uns in Europa. Warum, wieso, weswegen? Das versuche ich euch in den nächsten Minuten zu erzählen. Der wurde wahrscheinlich, das weiß man bis heute nicht so genau, irgendwann im Jahr 747 oder 748 nach Christus geboren. Wo, weiß man nicht, anscheinend in einer der Lieblingspfälze seines Vaters Pippin, müsst ihr nicht wissen, ist aber gut, wenn man es im Hinterkopf hat. Und diese Residenzen, die musste man sich folgendermaßen vorstellen, das waren Burgen, Schlösser, tolle, große, für die damalige Zeit Häuser, nur wenigen ganz Reichen vorbehalten. Und die waren auch die Obermacher, die regierten nämlich das Land, in dem Fall das Frankenland. Und warum ist der Karl so wichtig? Der legte, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, der legte den Grundstein für den Aufstieg der karolingischen Dynastie, die nach ihm später benannt wurde. Und er war der Oberchef eines für die damaligen Zeit Riesenreiches, eigentlich das größte Reich der Welt, das Frankenreich. Hat aber nichts mit Franken zu tun, was heute in Bayern liegt. Der war in seiner Jugend, so wie wir, so wie ihr, hat gespielt, war dreckig, hat gerauft, hat alles gemacht, was man so macht als Junge, aber er hatte einen Nachteil. Er war nicht gebildet. Der konnte weder lesen noch schreiben. Warum? War nicht so angesagt. Nur die allerreichsten und die allerobersten haben die Möglichkeit überhaupt gehabt, in die Schule zu gehen. Der Karl gehörte nicht dazu. Und er konnte nicht mal seinen eigenen Namen schreiben, geschweige denn lesen. Und das erklärt auch, warum er im Alter dann etwas gemacht hat, wovon ihr heute noch profitiert. Aber dazu später mehr. Jetzt frage ich euch mal, erinnert euch an eure Eltern? Welche Eltern von euch sind mehr als einmal verheiratet? Arme hoch oder Arme runter? Ja? Schon mal verheiratet gewesen, dein Papa oder deine Mama? Mein Vater. Ja, einmal? Zweimal. Zweimal, okay. Mehr als zweimal verheiratete Eltern irgendwo? Dieser Karl war offiziell fünfmal verheiratet, hatte offiziell 18 Kinder. Ja. Und ganz nebenbei war er ein Riesenfrauenheld. Und hielt sich noch so ein paar Freundinnen und Konkubinen. Was das ist, das erkläre ich euch, wenn ihr ein paar Jahre älter seid. 814 nach Christus ist er dann verstorben, in seiner Lieblingspfalz in Aachen. So, und jetzt erzähle ich euch, warum Karl der Große genannt wird, bis heute. Sein Vater ist gestorben und dann hat er zusammen mit seinem Bruder dieses Frankenreich bekommen, geerbt, sagt man. So. Der Bruder verstarb 3 Jahre später, also war er plötzlich Alleinherrscher, hatte also das alles zu managen und zu bewerkstelligen. Und ihr müsst euch das Land damals nicht so geregelt und schön vorstellen, wie es heute ist, ja, mit Grenzen, mit Paragraphen,
mit Regeln. Da hat einer den anderen bekriegt. Hey, du gefällst mir nicht, rübe ab. Ja, so ging es damals zu. Und seine besonderen Freunde waren die Sachsen. Mit denen hat er über 30 Jahre lang Krieg geführt. Warum die Sachsen? Die waren Heiden. Wisst ihr, was Heiden sind? Ja. Was sind Heiden? Keine Gläubigen. Richtig, die haben noch zu Göttern gebetet, haben Opfer dargebracht. Und der Karl war gläubiger Katholik, Christ. Und damals war das nicht so wie heute, wo man gesagt hat, hey, du magst du nicht zum Christentum übertreten, hey Alter, ja? Wollen wir das mal ausdiskutieren so? Ja? Damals ging das ganz anders ab. Da hieß es, du Christ, wenn nicht, rüber ab. Ja? Und drum haben die sich jahrzehntelang bekriegt, bis aufs Messer. Und angeblich hat er einmal, bei Werden war das, 4500 Sachsen einfach so hinrichten lassen. Am Stück. Könnt ihr euch das Gemetzel vorstellen? Diese Zahl steht auch in eurem Schulbuch. Aber, und das ist falsch, diese Zahl ist weder belegt noch widerlegt und steht trotzdem in dem Schulbuch. Merkt euch das. Jetzt ist es so, dass er als Katholik natürlich in der Kirche in Rom viele Freunde hatte, auch den Papst. Der hat irgendwann mal Probleme mit Langobarden gehabt. Das ist auch ein ziemlich kriegerischer Stamm gewesen und hat gefragt, du Karl, kannst du mir nicht gegen die Langobarden helfen? Der Karl natürlich, oh ja, Keilerei, ich komme runter, mach die Langobarden platt, aber nicht nur das. Er nimmt sich die Tochter des Langobardenkönigs zur Frau. Ja? Wird dadurch selber Langobardenkönig und kickt dann die Frau wieder vor die Tür, die hat ihn gar nicht mehr interessiert. Aber, auch nicht dumm, sein Reich ist wieder größer geworden. So, und jetzt ist dieses Reich mittlerweile so groß, dass es fast gar nicht mehr handeln kann. Denn damals gab es weder Handy, noch Computer, noch Twitter, noch Facebook, Autobahnen schon gar nicht. Also, was musste er machen, um möglichst überall mal gesehen zu werden, ne? Was macht man da? Vielleicht dorthin reiten? Genau, reiten, reisen. Reisen, bis ihm der Arsch abfällt. Sein ganzes Leben lang war der unterwegs. Der muss zwei wunde Arschbacken gehabt haben. Der ist von Pontius nach Pilatus geritten, von Rom nach weiß der Deibel wohin, nur damit er sich wenigstens einmal in seinem Leben irgendwo in irgendeinem Winkel seines Riesenreiches blicken lässt. Weil, stellt euch mal vor, so ein armes Dorf, hey, der Chef kommt, der König kommt, hey, den gibt's ja wirklich, super, Kniefall, wir glauben an dich, Karl. Und drum war der 50 Jahre quasi pausenlos im Sattel. Entweder Krieg geführt, rumgeritten, Plänkeleien, Scherereien gehabt. Also eigentlich kein schönes Leben. Und weil er sich so gut angestellt hat für den Papst, wurde er dann zum Kaiser gekrönt. Und das ist die einzige Jahreszahl, die ihr euch einmeißeln müsst. Weihnachten 800 nach Christus. Am 25. Dezember im Jahr 800 wurde er vom Papst Leo in Rom zum Kaiser des Römischen Reiches gekrönt. So, und jetzt könnte man sagen, der hat ja alles erreicht, der hat Geld, der hat Land, der hat Frauen, der kann sich gemütlich zurücklegen und nur noch Sportschau schauen. Hat er nicht gemacht. Und jetzt kommt seine Jugend ins Spiel, weil er eben selber nie gelernt hat, richtig zu lesen und schreiben, hat er sich gesagt, das Wichtigste, was jeder Mensch mit sich rumträgt, auch ihr, ist das, was man da oben hat, im Schädel, Wissen, Bildung. Das kann euch keiner mehr nehmen. Alles, was ihr jemals lernt in der Schule, das habt ihr das ganze Leben lang. Und drum hat er jetzt etwas gemacht, was bis heute revolutionär ist. Er hat die Schulpflicht eingeführt. Natürlich nicht so wie heute, sondern nur für den Adel am Hof, ja. Und damals wurden auch noch nicht die Mädchen unterrichtet, das war nur den Jungs vorbehalten. Er hat gesagt, nee, auch die Mädels sollen lernen dürfen. Und dann hat er noch etwas gemacht. Er hat die Kultur gefördert. Er hat riesige Liedersammlungen angelegt. Lieder gab es schon immer, aber gesammelt hat die noch keiner. Oder
Er war ein wahnsinniger Fan der deutschen Sprache. Die klang damals noch nicht so wie heute. Aber er hat alles auf Deutsch übersetzen lassen, denn die Leute damals, die konnten kein Latein, die einzige geschriebene Sprache, die es eigentlich damals gab. So hat er zum Beispiel sämtliche Monate, die es damals nur auf Latein gab, ins Deutsche umbenannt. Aus dem Januar, was ja eigentlich ursprünglich ein lateinisches Wort ist, wurde dann plötzlich der Wintermonat. Aus Februar wurde Hornung. Wisst ihr, warum Hornung? Weil im Februar die Hirsche das Geweih fallen lassen. Hornung, ein deutsches Wort. Oder aus dem April wurde der Ostermontag. Ostermonat, ich volldepp. Und jetzt stellt euch mal vor, 1300 Jahre zurück, alles Wildnis, ja? Vielleicht ein paar Hütten, Dörfer, Armut, jeder musste täglich ums Überleben kämpfen. Lenny, 13 Jahre alt, damals, vor 1300 Jahren, ja? 12, Entschuldigung, stell dir mal vor, du knapp am Verhungern, weil der Winter kalt war, ja, Eltern vielleicht gerade gestorben, was machst du? Du gehst natürlich klauen, ja, wirst erwischt und da hätte es sein können, dass du hier in Garching ausgepeitscht worden wärst, weil du ein Stück Brot geklaut hast. 200 Kilometer weiter hätte man dir vielleicht sogar schon den Arm abgehackt. Und da kam der Karl und hat gesagt, Moment mal, wir machen ein einheitliches Justizsystem, ja. Im ganzen Reich gab es klare Regeln, klare Strukturen, klare Strafen für ein und dieselben Vergehen. Ganz besonders kiebig war er, wenn es um Klöster ging und um Kirchen. Wer zum Beispiel in eine Kirche gegangen ist und irgendwas geklaut hat, rübe ab. Ja? Wer nicht sofort zum Christentum übergewechselt ist, rübe ab. Das waren ganz andere Sitten damals. Und er richtete Schulen in diesen Klöstern ein. Warum in den Klöstern? Weil in den Klöstern die ganzen Äbte, ja, die in den Klöstern waren, Bücher schreiben konnten. Da waren die Bibliotheken, da war das geballte Wissen des Mittelalters gebündelt. Und da hat er sich gesagt, wenn dort die Leute, die das alles im Hirn haben, weitergeben an die Kinder, dann wird sich das Wissen, sprich die Intelligenz, zwangsläufig verbreiten und erhöhen. Und das ist ja auch wieder gut. Das ist die Schulpflicht, die er eigentlich damals indirekt mit eingeführt hat. Und so entstand dann auch um 790 nach Christus im Kloster von St. Gallen mit dem lateinisch-deutschen Wörterbuch das älteste deutsche Buch überhaupt. Also wie gesagt, ein ganz schöner Zampano. Das war er. In diesen paar Lebensjahrzehnten hat er einen Wahnsinn geleistet. Und überall, wo ihr heute mit dem Euro zahlen könnt, ist damals schon sein Riesenreich gewesen, kann man sagen. Der war der Vater Europas vor 1300 Jahren. Und ihr seht ihn hier abgebildet mit einer großen Krone, mit einem Schwert. Und wer weiß, was das ist, was er da in der linken Hand hält. Schon mal gesehen? Dieses runde Ding mit dem Kreuz drauf. Weißt du das? Reichsapfel. Yay, cool, ja. Und das ist auch keine Krone, sondern die Reichskrone. Das sind die sogenannten kaiserlichen Insignien. Das sagt man zu diesen juwelenbesetzten Dingern. Und diese Krone hier, die ihr da seht, und diesen Reichsapfel, könnt ihr immer noch in Natura bewundern. Hinter meterdicken Stahltresortüren lagert diese Kaiserkrone und dieser Reichsapfel in Wien, in der Schatzkammer, in der Hofburg. Und ihr müsst genau hinschauen, denn mittlerweile ist das Kreuz da oben leicht verbogen. Anscheinend ist er da irgendwann mal besoffen gegen die Tür gelaufen. So, das war es eigentlich schon. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr wollt, kann ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die kein anderer Mensch kennt und die beweist, dass Kaiser Karl lebendiger ist, als ihr vielleicht glaubt. Aber die Geschichte müsste mir die Frau Lehrerin erlauben. Das war vor 1700 Jahren. Und wir schreiben jetzt das Jahr 2012. Salzburg kennt ihr, Österreich, nur 130 Kilometer entfernt von hier. Da gibt es einen großen Berg, der nennt sich Untersberg. Und den kleinen Kindern in den Grundschulen in Salzburg wird heute noch die Legende vom Kaiser Karl im Untersberg erzählt. Und die geht folgendermaßen. Wenn die Raben aufhören, um den Gipfel des Untersberges zu kreisen, wenn sein langer weißer Bart dreimal um den großen marmornen Tisch
im Berg gewachsen ist. Dann wird Kaiser Karl im Untersberg hervortreten und zusammen mit seiner Zwergenschar den letzten Kampf gut gegen Böse kämpfen. Das ist die Legende vom Kaiser Karl im Untersberg. Danke für eure Aufmerksamkeit.